Einer der wichtigsten Bereiche im neuen Glücksspielstaatsvertrag, wo die größten Erwartungen und Hoffnungen tatsächlich unsererseits und vor allem der Betroffenen drauf gesetzt waren, war diese umfassende Spielersperre, die man eine große Sperrdatei, in die man sich eintragen lassen kann als Betroffener und dann deutschlandweit für alle Glücksspiele gesperrt sein soll. Diese Sperrdatei gibt's. Wir haben mehrere Klienten, Klientinnen, die sich auch eintragen haben lassen, die auch die Bestätigung gekriegt haben, dass sie gesperrt sind. Und es wird nicht umgesetzt. Das sind die Erfahrungen, die wir bisher machen. Das heißt, sie können nach wie vor spielen. Das liegt aus unserer Sicht unter anderem auch daran, dass die Kontrollbehörde erst 2023 tatsächlich installiert wird. Und das ist letztendlich eigentlich die größte Enttäuschung, die wir bisher erleben. Da gibt es ein Instrument, an das sich eigentlich alle halten müssen, und es funktioniert nicht.